Hallo Afobs, ich bin der Stefan und willkommen im Noppenstein-Studio. Heute ist bei mir der Micha und was hast du mitgebracht? Hallo, sorry. Alles gut, es läuft. Ich hab ein Motorrad gebaut. Ich habe ein kleines Motorrad gebaut von Zegao. Zegao war die Marke, genau. Da haben wir sie hier. 220 Teile, das ist mehr so eine Zwischendurchgeschichte mit Präsentierpodest. Display, ne? Ja, mit Ständer. Mit großen Ständer. Ja, 220 Teile. Kuihui, Motorcycle Charm heißt die Serie. In Grün. In Grün. Die Serie heißt Motor Charm und das Modell heißt In Grün. Das heißt in Grün. In Grün. Was ist Zufall, auch, dass es grün ist, gell? Ja, dann kann man das leichter voneinander unterscheiden. Ne? Ich habe ein paar Sticker aufgeklebt. Hier ist der Bogen. Das ist aber überschaubar, so viel sind es nicht. Ne? Es ist ja auch nur ein kleines Motorrad. Stimmt, aber sieht auch schick aus. Hat einen Sticker, das ist gerade hier breite Schlappen. Gelandet. Hat einen, wie gesagt, so einen Podest. Das geht auch ohne. Geht auch ab? Ja, du kannst. Ach, guck mal, höhenverstellbar sogar. Du kannst es auch aufbocken und dann Räder wechseln. Oder schau mal. Stehen tut's auch. Dann kannst du auch fahren, oder? Lenken. Na, das gehen wir jetzt mal nicht. Ne? Lenkung hat's mit dabei. Lenke tut's. Und stehen tut's auch tatsächlich, ja. Stark. Auf einem Ständer stehend auch gut aussehen und lang stehen. Vom Bauen her ist bei der Geschichte, was willst du da groß drüber sagen? Du kannst das ganz geschmeidig bauen. Du hast hier eine Anleitung, in der du nur ganz kleine Bauschritte hast. Alles in meistens sind hier so ein, zwei, drei Teile, die du dran baust. Wieder siehst du, guckst du da. Also wirklich. Das ist ja wirklich überschaubar. Alles gut erklärt. Zwei Steine pro Bauschritt, dann mal fünf. Also. Da muss man nicht viel suchen. Ganz entspannt. Du baust am meisten den Block in der Mitte und dann den Rest dran. Und zack, zack, dann ist das auch sehr, sehr schnell fertig. Wie lange hast du dran gesessen? Ja, 40 Minuten, ne? Ja. 30, 40 Minuten. Halbe Stunde, ja. Auch grob getippt. 200 Steine. Das geht ja recht fix zusammen. Also für Motorradfans, was kostet? Ich glaube 7,95 Euro. 7,95 Euro, also 8 Euro. Da kann man doch sowas mal machen, oder? Ja. Sieht schon schick aus, wirklich. Und das muss ja auch nicht allein da stehen. Wieso, was hast du noch? Ein blaues, das sieht mir so ein bisschen vielleicht so Offroad, gell, wollte ich gerade sagen. Tourer wird es sein, ne? Ist hinten noch mit Sitzmöglichkeit, mit Koffer hinten dran. Eine Crossmaschine ist es nicht, dann werden hinten nämlich die Gepäckträger nicht mit dran. Das ist, glaube ich, eher was zum Aufrechtsitzen und bequemer fahren. Entschuldigung. Du bist so schlau. Haben die bei der Dakar nicht auch hinten Taschen? Ja. Könnte auch ein Dakar. Okay, ich sehe schon. Jetzt aber nichts mehr. Bei dem dritten aus der See kann ich euch sagen, das ist ein Rolle. Bist du sicher? Ein Motorrolle. Aber der rollt nicht nur, der fährt auch. Und der scheint ja richtig breite Schlappen zu haben. Schau doch mal das Vorderrad an, oder? Die sind breiter als die von der Rennmaschine, die ich hier habe. Cool. Oder gleich breit zumindest. Von der Teilezahl sind die wohl alle ähnlich. 219, 224, 220. Und einen hast du noch, ha? Und das ist hier für die ganz harten Jungs. Für die Route 66. So ein richtiges. Zum Langdüsen. Ja, ganz entspanntes, so ein Motorradwohnzimmer. Ja, zum Draufliegen ist es eher, ne? Ja. Also, ist eine coole Serie. Wenn man die für alle vier nebeneinander hat, denke ich mal. Stimmt, ja, vier Stück sind es. Sieht es doch ganz schmuck aus. Und dann wäre die Serie auch komplett oder gibt es dann noch mehr? Soweit ich weiß, ist das komplett. Aber für 7,95, sage ich mal, ist das. Du kannst für 32 Euro die ganze Serie kaufen, ne? Das ist schon nicht schlecht, hast dann vier Displaymodelle. Hattest du das vorher ausgerechnet oder gerade eben im Kopf? Nee, ich habe dir das vorher aufgeschrieben. Wollte gerade sagen, es ist 4x8, dann würde ich ja. Ich sag's dir morgen. So, jetzt versuche ich das wieder auf den Ständer zu bauen. Moment, das hat vorhin reibungslos funktioniert. Ich habe das auch vorhin festgemacht. Also, ist gar nicht mal so das leicht. Das ist ja variabel, also das kann man ja auch, ne? Da kann man auch die Positionierung des Motorrads ein bisschen bestimmen, je nachdem, wo man das dran klipst. Das sitzt hier nur auf diesem. Zum Beispiel, wie es der Michael jetzt macht, jetzt sitzt es halt so weit links, deswegen muss man es dann. Guck an, mittig zentriert auf Anhieb. Müssen nur genug Leute zugucken, so, dann passt's. Lenke, Bremse. Lenker, der lenkt. Alles, was es hat. Nicht zwei Auspuffrohre, ein Motorblock. Und sehr viel filigran. Ich bin jetzt kein Motorrad-Experte, aber ich finde, das ist für den Anfang. Was ich cool fand, hier die Bremszüge von den Bremsen, also die Bremshebel, die haben sie sehr schön gelöst mit dem Werkzeug einfach. Sehr filigran alles. Also darf man auch nicht, ist nicht zum Bespielen gedacht, aber ist bei dem Maßstab einfach auch schwierig. Ja, wie sollst du auch die Bremsen bewegen können? Nee, das ist nur für Vollgas ausgelegt. Das ist eine Rennmaschine aus gutem Grund, mit der gibt es nur Vollgas. Nee. Und auch der Motorblock ist echt hübsch geworden, ne? Sieht man das?
von der Seite. Wir haben hier vorne einen Flat Silver Stein mit drauf, oben auf dem Motor, unten drunter Light Bluish Gray mit dabei. Also von den Farben her auch ein bisschen was Schickes, was für Chrom-ähnliches. Und grün. Und grün ist auch mit dabei, grün beim grünen dabei. Motorrad nicht vergessen. Und, da haben wir auch was Grünes mit dabei. Und ein Dark Black Podest. Fass doch mal zusammen, was ich jetzt hier mitgebracht habe. Was haben wir denn jetzt hier mitgebracht? Du hast mitgebracht ein Motorrad-Charme in Grün von der Marke Segao. Setnummer ist die 0726. 220 Teile hat das Set. Erhältlich für 7,95 Euro. Die Maße sind 17,5 cm in der Länge, 8,5 cm in der Breite und 10 cm in der Höhe. Von der Komplexität meintest du easy going. Ja, zwei Teile pro Bauschritt, ganz easy. Also wäre es entspannt. Und auch keine Herausforderung, dass irgendwo denkst, oh, wie soll ich das jetzt wieder hinkriegen? Das schaffe ich nicht. Ja. Was haben wir hier? Habe ich was nicht? Ja. Nee, alles gut. Das sieht vorne nur so brutal aus mit dem Lichteinlass. Und ich wollte gucken, ob das beweglich ist, aber das ist alles fest. Das ist fix. Die ganzen Chassis vorne kannst du runterdrücken. Aber hier vorne würden ja die Frontscheinwerfer drin sitzen. Ja gut, das Einzige, was ist das hier, kannst du noch ein bisschen zum Ausrichten, das ist nur diesen Hint? Nee. An diesen Klammern einfach fest. Ich weiß den Namen nie. Grundsätzlich weiß ich den. Ja, also die Dinge da hast, ne? Und, oder heißen die so? Ich glaube schon. Ich schreibe es mir irgendwann mal auf. Dann. Ja. Aber das passt schon, ja. Gefällt dir auch wenigstens ein bisschen. Gefällt mir auch, ja. Ist jetzt kein Riesending, aber für sich durch, denke ich mal, ist das was Passendes. Für die Winterpause. Da hat man zumindest was auf zwei Rädern. Und für daheim zum Anschauen. Dann würde ich sagen, war es das heute aus dem Noppenstein-Studio? Noppensteine kann man nur viele haben. Nein, Noppensteine genug haben. Oder? Nie genug haben. Demnächst gibt es mehr. Und viel Spaß beim Bauen. Ob ich das jemals reibungslos hinkriege? Ich nicht. Ich habe es mir auf die Hand geschrieben. Guck. Also, macht's gut. Ciao.